So, hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Multiplayer auf der Gumsting Map. Mit dabei wieder der Chris. Moin. Und ein voller Hänger mit Gerste. Denn wir haben ja noch immer hohe Nachfrage nach Gerste. Und das nächste ist, der Chris hat auch einen Hänger voll. Und zwar mit gewaschenen Kartoffeln. Die bringen ja auch immer ordentlich Kohle. Ich würde sagen, ich kipp erstmal ab und wir gucken, was dabei rumkommt. Ladies first. Danke. So, wir kippen ab. Ja, sauber. So, das waren schon mal 14.000. Und der nächste, bitte. Jawohl, das läuft hier. Ja, Wahnsinn, wunderbar. Waren auch nochmal 13.000 on top. Wenn ich mir jetzt nicht verguckt oder verrechnet habe. 65, ja, passt. So, und wir spielen natürlich immer noch auf Hard. Aber man wird auch auf Hard entlohnt. Das läuft. So, der Otto Combine ist blockiert. Der ist nämlich voll. Wir fliegen. Kann ich hinfahren? Ich habe gerade einen leeren Anhänger. Ja, ich auch. Mir ist egal. Achso, stimmt. Das war ja alle, ne? Ja. Ja, dann fahr du hin. Dann stelle ich den Anhänger hier wieder bei den Kartoffeln hin. Ja, genau. Dann stelle ich den Anhänger bei Otto hin und hol mir die Seemaschine. Dann kann ich danach Feld 6 düngen und grubbern. So machen wir das. Das klingt nach dem Plan. Ach ja. Ja, ist schon schön hier in Gumsting. Jetzt, wo es auch noch läuft, finanziell. Wir könnten aber eigentlich direkt mal was zurückzahlen, oder? Dann haben wir nicht diese hohen 500 Euro starken Zinsen. Ach nein, ich muss ja zurückzahlen, ne? Wollte gerade sagen. Wo sind wir denn jetzt? Mach nicht zu viel. Das ist immer so ein bisschen... Ja, so ist ja gut. Wo sind wir denn jetzt? Bei minus 60.000. Wir haben also 90.000 schon zurückgezahlt und haben aber auch schon kräftig reinvestiert. Die Kühe, die Futtermischstation, der Seem. Also es läuft. So, wir nehmen diese Feldeinfahrt. Und Otto? Ich bin da, kannst wieder aufwachen. Tanken wir Otto ab, stellen den Hänger zur Seite. Und schnappen uns genau die Seemaschine. Was sehen wir an? Gerste? Weil wir haben ja nichts mehr. Ja, würde ich auch sagen, Gerste, ne? Ja, wir können ja mal in die Bestände gucken. Raps haben wir noch auf Feld 7. Genau. Gerste haben wir fast nichts mehr. Weizen haben wir, ja, genau. Ja. Und machen wir 20, 23 Gerste, wa? Genau, ja, würde ich sagen. Bin ich dabei. Sehr schön. Sehr schön. So. Otto ist leer. Wir parken den Hänger mal eben hier. Brr. So. Und dann, oder? Achso, du nimmst, was nimmst du zum Grubbern, den Same? Da wollte ich den Same nehmen. Ich wollte aber im Vorfeld ja, muss ich ja erstmal eine Runde düngen. Und das wollte ich jetzt kurz mit dem Johnny machen. Okay. Dann, ja, nee, dann nehmen wir den. So. Solange wie er noch läuft, der Deutz, ist er natürlich noch voll im Einsatz, weil der hat ja leichte Zündaussetzer irgendwie. Wobei, jetzt wo die Scheibe offen ist, geht's. Ah, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen vom Fahrer abhängig. Ja, natürlich. Jetzt kriegt ja der Fahrer frische Luft. Jetzt hat auch der Deutz keine Zündaussetzer mehr. Richtig. Du erkennst die Logik dahinter. Richtig. Richtig. So, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal eben, ob die Kühe noch ausreichend zu fressen haben. Aber das sieht ganz gut aus. So. Ja, das sieht gut aus. Hier ist auch noch ordentlich. Wir könnten mal wieder ausmisten. Ja, das machen wir nachher direkt mal. So, und Abfahrt.
auf zur Seemaschine. Wie viel haben wir denn Gülle drin? Oh, 12.000, ist auch gut. Dann müssen wir nämlich demnächst auch keinen Dünger mehr kaufen. Der kostet ja auch immer ein bisschen Geld. Nee, da brauchen wir aber ein Güllefass. Richtig. Ja. Da hatten wir ja zuletzt auf dem letzten Hof von Bergmann dieses VLT, glaube ich, hieß das, oder VTL oder sowas. Wollen wir das dann wieder nehmen? Welches war das mal nochmal? Ich guck mal kurz. Güllefässer. Mit den Auslegern. Ach so, das ja, vom Kotte, Karant, ja. Genau. Das fand ich ziemlich genial, muss ich sagen. Schade, dass das Joskin-Fass so teuer ist. Weil das ich finde es aber auch ganz ehrlich gesagt nicht so hübsch. Nee, ich habe es noch gar nicht gesehen, weil das so teuer ist. nee, ehrlich, also ich habe das irgendwie noch nie gekauft. Das liegt schon Ewigkeiten im Mod-Ordner drin. Ich habe das noch gar nicht benutzt. Das könnte man sich höchstens mal ausleihen, mal mieten. So, wie war das mit der Zapfwelle? Ja, richtig. Nicht vergessen, Zapfwelle. Okay, ist dran. So, Gerste ist eh schon eingestellt, das ist gut. Wir füllen mal noch eben auf. Ist zwar nicht viel, aber... Apropos auffüllen, wir haben ja auch den Seedmaster noch platzierbar im Ordner. Oh, den sollten wir auf jeden Fall nochmal in Betrieb nehmen. Ja, was kostet denn der? Wir gucken mal eben. Platzierbar. 55.000. Ja. Oh, der Separator ist ja auch teuer. 200.000 für die Gülle. Ja. Okay. Ja, den Seedmaster sollten wir auf jeden Fall irgendwann dann nochmal mit reinnehmen. Ja. Sparen wir auch wieder Geld. Denn Saatgut aus eigener Produktion ist ja auch viel gesünder. Ökologischer. Richtig. Wir sind ja hier Bio-Öko-Bauern und so weiter. Öko, du. Hier mit Kühe, mit Auslauf und so. Hanglage, ne? Ja, richtig. Nee, aber ist schon cool hier. Also ich kann die Map nur empfehlen. Gerade für ein Multiplayer-Projekt. Ja, ist völlig richtige Größe, finde ich. Ja. Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, dass du hier erstmal eine halbe Stunde fährst, bis du, was weiß ich, bei deinem Feld angekommen bist oder so. Nö, also das ist genau richtig hier. Wir sind ja aktuell noch zu dritt. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, könnt ihr natürlich mal mitspielen, das ist kein Problem. Gerne auch längerfristig, wir haben noch einen Platz frei. Wer zuerst kommt, ihr kennt das Spiel. So, da sind die Linien auch wieder. 4 Meter machen wir mal ein bisschen überlappen, 3,9. So, Gerste ist drin, Kurs ist angewählt, abgesenkt. Warum kann ich nicht starten? Zapfwelle? Nee, die ist dran. Was fährst du denn überhaupt? Mit dem Deutz. Ach so, die ist nicht aufgeklappt. Aber warum sagt er das? Hä? Ja, ich bin überfordert. Seemaschine anschalten steht aber auch nirgends. Alles ist dran. So, jetzt ist alles dran. Aufklapptaste? Nee, geht gefüllt. Nicht. Gefüllt ist er. Ja. Probier du mal. Geht nicht, ne? Ja, warte. Ich guck mal eben zu Otto. Stopp, und wie jetzt? Ehrlich? Ja. Einschalten und los. Steig mal aus. Geht das jetzt bei mir? Ich lass sie laufen. Tatsächlich, jetzt geht's. Hä, was war das denn jetzt? Ist ja verrückt. Ich habe keine Ahnung. Hm, okay, geht wieder. Wahrscheinlich liegt's echt am Deutz. Oder am Fahrer. Hm.
Egal, jetzt funktioniert's ja. Sehr schön. Ich speichere mal ganz kurz das Spiel ab. Ja, gespeichert. Weil ich habe nämlich auch gerade das Problem, ich kann nicht beschleunigen. Doch, jetzt kann ich beschleunigen. Naja, zwischendurch mal speichern ist nie verkehrt. Ich krieg die Seemaschine nicht mehr aus. Hier ist was los. Das stimmt hier gerade nicht. Ich weiß nicht. Ich guck mal eben in die Lok. Nee, ist nichts drin. Naja, dann lasse ich die Seemaschine mal lieber an. Ich krieg's ja eh nicht aus. So. Oder meinst du, Otto hat hier rummanipuliert? Glaub schon. Darf ich kurz? Was denn? Mal gucken, ob die bei mir ausgeht. Ach so, ja. Guck mal. Ja, ja. Bei mir funktioniert alles. Funktioniert. Jetzt probiere ich das nochmal. Ich drücke jetzt Taste B. Ich mach mal ein bisschen lauter, damit ihr das mal hört. Also, ja, Taste B ist ja eigentlich für An- und Abschalten. Und es steht auch nicht bei mir in der links in der F1 Beschreibung. Und da habe ich gar nicht reingeguckt. Nee, ich normalerweise auch nicht, aber ich habe ja sowieso keine Tasten. Ich habe ja hier eine Buttonbox selbst gebaut mit einem USB Interface. Da drücke ich, ziehe ich einfach nur den Hebel und dann geht das. Ja, komisch. Der den Hebel nicht zieht. Ja. Ach, ich krieg's ja nicht aus. Ich will sie mal ausschalten, aber es geht ja gar nicht. Die lässt man auch an beim Ende vom Manöver. Man hebt die nur an, wendet dann, setzt sie wieder ab und fährt weiter und schaltet die nicht aus. Jawohl, Sir. Kann ich ja sowieso nicht. Ich bin ja nicht fähig, eine Seemaschine anzuschalten. Autorisiert. Ja, richtig. So sieht es doch gleich schöner aus, ohne Hut. Wenn das Wetter jetzt noch schöner wäre. So. Ja, was machst du gerade? Ich fahre den Drescher zu Feld 7. Ach so, ja. Dann hole ich den Anhänger dann weg, der auf Feld 25 steht. Und dann muss ich den Same befreien, der im Zaun versteckt. Ah ja. Wie kommt der denn dahin? Das verstehe ich auch noch nicht. Das ist komisch. Möglich, ja. Irgendwer hat ja hier auch meine Seemaschine manipuliert. Ja, das kann halt nicht jeder. Das ist hier nicht einfach nur Taste V und B drücken. Da gehört schon was dazu. Ich weiß nur leider nicht was, aber irgendwas gehört da doch zu. Erfahrung. Ach, richtig, das war's. Ich kam nicht drauf. So. Wir könnten auch irgendwann mal in eine zweite Seemaschine investieren. Das wäre eine sehr gute Idee, weil, ne, wenn du jetzt mal guckst, wie viele Felder wir haben. Ja, richtig. Also so langsam kommen wir hier an die Auslastungsgrenze. Ich meine, klar, das geht, aber zu zweit geht es natürlich viel schneller. Quasi doppelt so schnell. Ja. In Mathe war ich zwar Kreide holen, wie gesagt, aber das habe ich jetzt noch gerade so hingekriegt. Und wir könnten auch mal wieder Holz machen, wo ich gerade so den Zug da sehe. Wobei, das lassen wir erstmal. Ja.
Das mit dem Aufsammeln ist immer so eine Sache. Ja gut, wie gesagt, ich habe meine Joysticks dran, also das wäre jetzt nicht so tragisch. Aber wir sind ein Landwirt und kein Forstwirt. Ja, das stimmt. Das hat hier, finde ich, auch... Ja, es ist gut, wenn es dabei ist. Wer es mag, kann es natürlich gerne machen, aber... Und zum Anfang, um ein bisschen Geld reinzukriegen, ist das ja auch vollkommen legitim, ist ja auch alles gut. Richtig, richtig, ja. So, dann würde ich sagen, mache ich hier das Feld noch zu Ende. Und sobald das fertig ist, sehen wir uns wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Chris, wie sieht es bei dir aus? Nicht so, oder? Voll toll, sag ich. Voll toll. Also, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da oder ein Abo sogar, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Multiplayer auf der Gamsting. Also bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.